Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Terror ist momentan noch am Steigen. Die Ermittlungen laufen auch noch. Gut, wir sind gerade Gott sei Dank nicht auf einer so hohen Geschwindigkeit. Was haben wir hier? Ja gut, das haben wir doch letztes Mal schon gelesen. Das mit den Umschlagplätzen. Wir sollten hingehen und sollten von... Da ist nur das gelagert. Sekunde, ich habe gar nicht geschaut. Bringt ihr das direkt irgendwo hin? Von hier? Beziehungsweise eigentlich müssen wir das noch vorspulen, weil ich glaube, das ist noch nicht einmal so richtig durchgelaufen. Ja, die ist auch da drin. Neues Ziel hinzufügen. Die Sache ist, wenn ich jetzt als Ziel hier hinten, ne, sage, die sollen das darüber bringen, dann weiß ich nicht, ob die das mit allem machen, richtig. Die soll nur das Zeug von der Werkstatt darüber bringen, bitte. Ich hoffe sehr, dass das hier das gute Zeug ist. Genau, in Gemüse. Ach so, der fährt direkt von der Werkstatt los. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Okay, nein, dann war das hier falsch. Das sind die richtigen. Okay, ist noch keiner mit dem falschen Zeug losgefahren. Dann ist ja gut. Dann würde ich einfach mal vorspulen ein bisschen. Solange wie die Ermittlungen hier noch laufen. Oh nein, stimmt. Sie hat ja kein Geld bekommen. Sekunde. Neues Ziel hinzufügen. Das hier. Ja, nein, aber ihr sollt kein Geld daherholen. Diesem Gebäude wird ermittelt, du wirst weniger wert. Ja, das weiß ich, aber ich muss irgendwie Geld dahin bringen. Oder wir machen einen Deal. Nein. Profil öffnen. Ich würde da ja eine Gehaltserhöhung geben, aber... Sekunde, wo war das nochmal hier, ne? Sagen wir mal so. Dann sollte sie ein bisschen glücklicher sein. Was ist mit dir? Oh, du bist aber auch nicht so super glücklich. Was willst du denn bitte für Geldmengen haben? So, die anderen sind sonst soweit ganz okay. Gut. Das dauert dann noch 21 Stunden, dann können wir ja gleich endlich wieder hinliefern. Das hier läuft durchgehend, das ist sehr gut. Da hinten sind noch 7 Stunden. So, ich würde ganz gerne hier drüben hingehen und sagen, das ist noch unter Kontrolle der Regierung, ne? Ja. Da sprich mit Bürgermeister. Es heißt, dass du als Bürgermeister in dieser Region für alles verantwortlich bist. Hallo, ja, da hast du recht. Ja, dann musst du wissen, dass ich die Kontrolle über diese Region übernehme. Tja, diese Geschichte habe ich hier schon einige Male gehört. Wir werden eine Art von Einverständnis erreichen müssen. Ich kann mit bedeutenden Leuten verhandeln, aber du musst mir im Gegenzug
aber du wirst mir im Gegenzug helfen müssen. Ja, du bist garantiert nicht zufällig Bürgermeister geworden. Dann nenn mir deine Bedingungen. Okay. Ach, das Vertrauen, das Respektieren der Wünsche deiner Mitarbeiter ist essentiell, wenn du dich auf sie verlassen willst. Erhöhe die Loyalitätsstufe auf Akzeptanz. Okay, machen wir gleich. Oh, erstmal super wichtig. Pause oder langsamer zumindest mal. Hier super viel Zeug gelagert. Das kann erstmal hier rüber wieder. So, und ihr könnt wieder da hinten Geld holen gehen. Und ihr könnt auch da hinten gleich Geld holen gehen. Beziehungsweise du kannst liefern. Kannst mal beim Geld liefern darüber helfen. Dann macht er wenigstens irgendwas. Erhöhe die Akzeptanz. Okay, ja, das machen wir. Profil öffnen. Können wir das nicht bei unserem Charakter im Grunde? Ach, hier geht das. So, du bist loyal. Aber eigentlich... So, dedicated. Loyal. Loyal. Dedicated. So, dann wärst du auch loyal. Bei ihr müssen wir das auch noch erreichen. Also, wir können das im Moment nicht erhöhen, oder wie? Die Loyalitätsstufe auf Akzeptanz. Ich vermute, dass sie damit eben das bei meinen Mitarbeitern meinen, oder? Also, davon würde ich zumindest mal ausgehen. So, du bringst schön ein bisschen Geld. Die abendliche Stille des Hafens durch den Klang eines Schiffshorns unterbrochen. Miguel und César begutachten gemeinsam den Anleger. Weißt du, César? Ich denke, dass wir unserem bescheidenen Haus entwachsen sind. Das ist Teil des Geschäfts. Wir streben immer zu Sonnenlicht. Rede Klartext, Miguel. Eines habe ich dank meiner religiösen Erziehung gelernt. Männer, die in Bildern sprechen, wissen selten, wovon sie reden. Miguel lacht und bietet César eine Zigarette an, der sie annimmt. Sehr gut. Über den Hafen abgewickelte Verkäufe bringen soliden Profit ein, aber wir zahlen Unsummen dafür, dass der Bürgermeister ein Auge zudrückt. Diesen Ärger hätte es nicht gegeben, wenn wir die Region kontrollieren würden. Comprende? Ich glaube ja. Aber Puerto Rocha gehört der Regierung und nicht irgendeiner Gang wie der Hafen. Wie sollen wir es ihnen abluchsen? Du wärst überrascht, wie wenig Wert ein Politiker auf sein Volk legt, mein Freund. Wenn wir mit ihnen reden, werden wir sicherlich einen Deal machen können. Und sobald der Deal abgeschlossen ist, werden wir die Region kontrollieren. Das Schiffshorn ist wieder zu hören und die beiden Männer winken, als das Boot im Abendnebel verschwindet. Cesare macht sich in die Stadt auf, während Miguel ein breites Grinsen aufsetzt. Estupendo. Ja, okay, übernimm die Kontrolle, das wissen wir ja. Und seine Quest angenommen haben wir doch eigentlich auch schon. Um eine Region bauen zu können, musst du sie zunächst kontrollieren und um eine Region zu kontrollieren, musst du ihre Hauptstadt unter deine Gewalt bringen. Das ist im Grunde das mit dem Vertrauen. Das haben wir ja schon angenommen. So, was haben wir hier? Ach, da müssen wir die Loyalität... Ach so. Die Loyalität steigt, wenn du Sachen und Ressourcen in den Städten oder in den Dörfern kaufst,
Gebäude baust, die die Loyalität der Stadt erhöhen und irgendwelche Special Events machst. Okay. Bauen wir irgendwas? Aber da, was erhöht denn die Loyalität? Hier, Loyalität. Das, das und das. Einmalige Erhöhung der Loyalität. Und bei Aktion Mittel, Mittel, Mittel. Und einmalige Erhöhung ist überall klein. Okay. Ich glaube, wir müssen tatsächlich eine Kirche bauen. Gewinnst du erst die Kontrolle über... Wir haben die Kontrolle über unsere eigene Stadt doch schon. Oh. Das ist nicht gut. Stärke 6. Was? The fuck? Wie? Ach du Schande. Wir fahren da lieber auch mal hin. Fuck. Jetzt ist die Stärke auf 9? Städte müssen mit Hilfe eines dort angesiedelten Tenants gehalten werden, damit du nicht die Kontrolle über sie verlierst. Die Lagerhalle im Gebäude vom Taxiunternehmen ist voll. Wenn du Aufmerksamkeitssterne von Behörden erhalten hast, werden Beamte die überfüllten Lagerhallen nach Materialien durchsuchen und Maßnahmen ergreifen. Wo ist hier die Lagerhalle? Oh. Okay, wir müssen noch jemanden einstellen. So. Kein freier Platz für Bargeld? Warum ist hier... Die Lagerhalle hier drin ist doch leer. Da ist ja wohl freier Platz für Bargeld. Oder ist damit die... Ist hier mit der Lagerhalle vom im Teil gemeint, die Lagerhalle, wo das Bargeld drin ist. Ach so. Oh. Dann muss ich das ja aber immer wieder an- und ausstellen. Was ist das denn für eine Kacke? Du fährst mal darüber. Ich hoffe, die beiden können das hier halten. Beziehungsweise sagen wir einfach mal zur Not, holen wir dich auch mal noch rüber. Wieso steigt dir die Stärke die ganze Zeit? Kann doch nicht sein. Weil das hier ist ja nur die Stärke von den anderen, nicht die von mir. Okay. Können wir hier irgendeinen Deal machen? Okay, das ist nur das Zeug.
das funktioniert? Okay, ich glaube, das hat funktioniert. So, fahren. Du fährst da mal wieder rüber. Liefern. Geld. Liefer du mal ein bisschen Geld darüber. Dann geht's hier wieder. So. Wir fahren auch einfach mal hier rüber. Lieferung abbrechen. So. Die Region, über die wir Kontrolle übernehmen müssen, ist die hier. Das heißt, dafür müssen wir jetzt erstmal hier die Zufriedenheit der Leute weiterhin steigern. Und das schaffen wir nur, wenn wir hingehen und sagen, Gebäude, neues Gebäude und wir wollen eine Kirche hier bauen. Am besten mit sauberem Geld, weil das günstiger ist. Wer bringt denn da die ganze Zeit noch mehr Geld hin? Liefern, Geld. Weil er bringt ja, ne, liefert 12.000 von dem na, zur Residenz. Und die Residenz wiederum soll nur zum Hafen und zum Flugplatz Zeug bringen. Also du bringst Zeug wieder zum Taxiunternehmen, das sollst du nicht. So. Jetzt sollte es im Taxiunternehmen nicht mehr so super viel sein, oder? Ja, 13.000, das geht klar. Kirche da drüben wird gerade hochgezogen, das ist sehr gut. Einige haben kein Geld erhalten. Kann sagen, mit einem Wahn hier. Nein, das machst du definitiv nicht. Kein Zahlen und nimmt Waren hier. Aber eigentlich kriegst du doch hier Geld. Dann gehen wir halt hin und sagen, du fährst hier rüber und du fährst hier rüber wieder. Ne, weil er will ja kein Geld. Im Moment. Wie sieht es eigentlich hier drüben bei ihm aus? Keine Zahlung. Ah, das ist nicht gut. Dann fährst du auch mal hier rüber und wir fahren darüber. Weil wir da drüben dann, ne? In 2 Tagen verlieren wir die Kontrolle. Er sollte locker reichen, damit wir darüber fahren können noch. So. Da oben könnten wir theoretisch auch hin. Ich würde es aber erstmal dabei belassen, was wir bisher haben. So, du kannst von mir aus, beziehungsweise nicht du, sondern du bringst Zeug hier rüber wieder. Du verlierst die Kontrolle über das Gebäude? Nein. Ups. Ja, hier haben wir schon wieder nicht genügend Gemüse oder was? Das ist immer so eine problematische Sache, weil das so lange dauert. Aber wir müssen hier immer in der Nähe der Lagerhalter bleiben. Und das ist super schwierig. Wie man sieht. Ich kann natürlich probieren, das hier quetschen wir da nochmal hin oder so.
Ja, da drüben geht's gar nicht. Hier geht das in der Theorie. Wenn wir es noch an die Straße angebunden bekommen, zumindest. Na. Na, okay, da will er es nicht machen. Aber so. Also, ihr solltet ja Geld haben, ne? Ja. Das läuft alles immer noch. Ist doch nicht genug Mittel für Gebäudeinstandhaltung. Das bedeutet, wir müssen wieder Geld darüber liefern. Oh, schon wieder im Hafen? Dann müssen wir hingehen und sagen, ne, ihr liefert nicht mehr, achso, im Ha-, oh, shit. Im Hafen, shit. Ne, ihr dürft weiterhin hier liefern. Wo konnte ich das hier einstellen, wo ihr hinliefert? Konnte ich das mit denen überhaupt irgendwo sagen? Hier keine Lieferung. Logistik. Hier Hafen, okay. So, jetzt weiterlaufen lassen. Nein, ich vergesse das immer wieder hier. Wie die Dinger hier losbekommen. Ja. Ihr habt alle kein Geld erhalten eine Zeit lang, ich weiß. Ich habe mich ja so langsam drum gekümmert. Ja, es dauert ja nicht lange hier. Sollte ja gleich gelöst sein, das Problem. Oh, was war da hier? Sekunde. Lagerhalle voll. Ah ja, okay. Ich glaube, mittlerweile sind es hier einfach zu viele Sachen. Als dass dieses eine Lager damit klarkommt. Wir können es halt auch noch nicht verbessern. Also die Kirche machen wir mal an. Oh, wir können hier sogar schon eine Sache aufrüsten. Der Priester wird dich in jeder Predigt als frommer Hüter der Kirche erwähnen. 8.400. Das ist halt aber eine Menge. Das können wir uns gerade halt nicht so wirklich leisten. So, seid ihr mit der Ermittlung fertig? Nein. 5 Stunden dauert das Ganze noch. Ich glaube, wir sollten tatsächlich hingehen und ein zweites Lager hier hinbauen. Um mit der ganzen Sache hier klarzukommen. So, hier. Und das verbinden wir dann natürlich alles mal schön. Da hinten läuft alles soweit noch. Ah, Ermittlungen im Hafen wurden eingestellt. Das ist super. Das heißt, ihr könnt wieder darüber liefern. So, zusätzliche Ziele. Du lieferst auch darüber. Und eigentlich müsste das jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen, oder? Ich habe 2 LKWs.
Ich weiß, das ist auch immer noch nicht viel, aber zumindest auf Dauer müsste das ja eigentlich einen Unterschied machen. Hoffe ich zumindest mal. Obwohl, ich könnte halt auch sagen, ich stationiere jeweils... Sekunde, wenn wir keine zusätzlichen Ziele hier hinzufügen. Ihr liefert nicht zum Flugplatz, sondern... Du fährst mal darüber, du fährst darüber. Und dann bringen die das jeweils zum Flughafen. Das sollte auch ja eigentlich ganz gut gehen. Soll liefern. Na, das ist das Richtige. Du nicht fahren, sondern liefern. Von hier nach da. Und du fährst mal hier rüber. Die bringen das dann da hoch. Sehr gut. Hier kann ich dann ja sagen, zusätzlich Ziel kann ich das... kann das gar nicht als Ziel setzen. Das heißt, er müsste das dann ja eigentlich von selbst machen. Aber tut er ja anscheinend nicht. Liefern. Darüber. Ja, jetzt machen die das auch endlich mal. Ja, lol, das ist jetzt... Jetzt läuft die Produktion endlich an. So, ihr solltet hoffentlich auch euer Geld bekommen. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir stellen hier noch jemanden ein. Genau, du musst auch liefern können. Du fährst mal kurz hier rüber. Und hilfst da gleich mal mit. Liefern. Und zwar von dem hier rüber, dass wirklich beides, ne, schön voll ist immer. Dann sollten wir vielleicht sogar hier auf der Seite aussetzen. Einmal bringt die das sowieso dann noch runter, aber dass sie danach nicht noch weiter hier das Zeug abzieht. Das soll dann nämlich alles hier rein, bitte. Vielleicht können wir uns sogar doch noch eine zweite Werkstatt leisten, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Na, die bringt das ja schon relativ fleißig darüber. Obwohl, sagen wir mal, du bringst es auch von hier rüber. Dann kannst du nämlich einfach ganz normal weiterliefern da runter. So, liefern. Okay, gerade ist da nichts drin. Wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Können vielleicht ja mal ein bisschen vorspulen. Na, du solltest aber doch... Ja, du hast doch Geld. Hä? Steht doch gar nichts von. So, du fährst aber mal wieder hier rüber. Hier rüber zurück. Was haben wir denn hier gemacht? Ein Terror erhöht wieder. Illegale Waren in neutrale Städte zu transportieren löst Terror aus. Ja, ja, ist ja gut. Wir kriegen das ja unter Kontrolle. Hoffe ich. Sagen wir jetzt einfach mal, wir machen das.
diese kleine Spende. Kannst du jetzt das Zeug liefern? Ja. So, er ist gerade noch dabei. Oh, schon wieder der Hafen. Was ist denn das? Oh, 50.000 Bargeld nach Puerto Rocha. Das heißt, er ist jetzt zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen Bargeld dahin bringen. Ja, das wissen wir. So, das dauert noch 3 Tage da hinten. Das hier läuft ganz gut. Oh, da haben wir eine Menge Lager. Da können wir gleich vielleicht jemanden einsetzen, der das Zeug von hier dann rüberbringt zu dem Hafen noch. Ja, warten wir noch mal kurz, bis die da hinten fertig mit Ermitteln sind. Und wir könnten hier tatsächlich sogar sagen, Gebäude. Neue Ressource. Da können wir 4.000, da können wir 600 machen. 2.000 meine ich. 2.800, da können wir nur 600 machen. Ich würde also ganz gerne hier sowas noch bauen, aber ich glaube, momentan sollten wir eher darauf sparen, das andere da hinten zu machen direkt, als zu hoffen, dass wir, wenn wir das zuerst machen, schneller an Geld kommen hierfür. Ernsthaft? Wie oft soll ich hier noch vorbeikommen? Ihr seid ja gefühlt 24/7 hier. So, du darfst jetzt wieder rüberliefern. Und ich würde sagen, du fährst mal darüber. Und lieferst die Dinger auch noch dazu hierhin. Ich will halt die anderen Straßen mal endlich bauen können. Oder wir müssen wir halt forschen. Weil dann müssen wir nicht mehr konstant hier durch die Stadt fahren. Obwohl, das müssen wir doch sowieso nicht. Oder? Sekunde. Ach nee, wir können hier sowieso noch gar nicht bauen. Aber in der Theorie sollte das ja gehen, dass wir durchbauen können, wie ich sehe. Das wäre ziemlich vorteilhaft für uns. Also bisher haben wir hier noch 0 Dollar, leider. Ihr seid da immer noch euer Zeug am Machen. Das würde heißen, wir bräuchten tatsächlich noch eine Person. Einfach eine Person, die liefern kann. Du kannst auch nur fahren, aber nicht liefern. Na toll. Sekunde, du kannst aber liefern. Okay, dann. Na gut, hier brauchen wir auch eine Person, die gratis ist im Grunde. Das ist kacke. Das gefällt mir nicht. So, dafür läuft hier eigentlich gerade alles ganz gut. Und hier auch, die produzieren im Grunde durchgehend. Sehr schön, dass das alles mal so ein bisschen funktioniert.
Und es hält sich ungefähr die Waage. Ah, vielleicht sollten wir sogar noch irgendwie das alles ein bisschen vergrößern, aber das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr in diesem heutigen Part. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat bisher. Oh Gott, schon wieder. Na toll. Na gut, jetzt staut sich hier sowieso gleich wieder an, wenn wir hier dann sagen müssen, wir können gerade nichts machen. So, Lieferung abbrechen. Der ermitteln die jetzt schon wieder ewig lang. Okay. Weiß noch nicht, ob unsere Strategie hier so super toll ist, aber es funktioniert anscheinend so halbwegs momentan. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, hier von Kartell Tycoon, dann lasst mir doch einfach gerne ein Like hierzu da und schreibt mir das Ganze in die Kommentare nochmal. Sonst könnt ihr natürlich ein Abo dalassen und ja, zukünftige Let's Plays nicht verpassen. Dann würde ich sagen, soll es das erstmal für heute gewesen sein. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.